Lieber Kollege Grosch, wir stimmen ja in vielen Dingen sehr überein. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Gültigkeit, vollkommen d'accord. Sie haben aber auch gesagt, die Berufsfahrer soll es betreffen und nicht die anderen. Das ist aber meines Erachtens bei der derzeitigen Lage genau nicht der Fall. Ein Nicht-Berufsfahrer, ein Dachdeckermeister, der selber zum Beispiel Dinge fährt und 2,8 Tonnen leichte Vehikel hat, also ein leichtes Nutzfahrzeug, das haben ganz, ganz viele. Und der dann einmal in meinetwegen 3 Jahren über 100 Kilometer, nämlich 103 Kilometer in eine Richtung fahren muss, der muss tatsächlich einen digitalen Fahrtenschreiber einbauen. Glauben Sie, das ist verhältnismäßig? Und glauben Sie, es würde andernfalls die Sicherheit bedroht? Herr Grosch. Frau Kollegin, die Abänderungen, die wir vorgeschlagen haben, sind zum einen, dass wir die Handwerker einfach ausgedrückt einfach aus dem Anwendungsbereich rausnehmen wollen und somit in Artikel 3 reinbringen. Und zum Zweiten die 2,8 Kilometer. Wir wissen genau, dass gewisse Unternehmer, die ihre Flotte so eingestellt haben, dass sie mit den LKWs für ihre Berufsfahrer am liebsten diejenigen brauchen, die keinen Fahrtenschreiber brauchen. Und deshalb finde ich, wenn es uns um Sicherheit geht für Berufsfahrer, habe ich mit den 2,8 kein Problem. Wenn es aber darum geht, Schikane für den Handwerker zu vermeiden, dann können Sie auch mein Amendment unterstützen, wo wir es einfach komplett rausnehmen und am liebsten noch keine Kilometer mehr beschränken, aber das wäre in einer weiteren Phase. Ich glaube, dann haben wir etwas für die Sicherheit getan, für die Flexibilität, aber auch insgesamt für den europäischen Transportraum. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.